Ich weiß, was die Leute heute brauchen. Abenteuer. Sie wollen alle was erleben. Romantik, Poesie. Ich habe ein Beispiel. Gerald Price hat immer irgendwelche Ideen, sozusagen ein Hobby von ihm. Eines Tages begegnet er seiner Traumfrau, Odessa, das Royal Zigarettenmädchen. Wir trafen uns an der Ecke, bei Young und Temperance. Wüsste nicht, dass wir schon mal ein Bier zusammen getrunken hätten. Damit blickt er seinem Schicksal direkt ins Gesicht. Ich kann nicht verstehen, wie das alles passieren konnte. Nichts ist so, wie es scheint. Meistens ist es anders im Palais Royal. Schau dir diese Krawatte an, reine Seide, echt italienisch. Das ist Mr. Price. Ein bisschen avantgardistisch für einen Burschen in deiner Position. Damit beginnt für Gerald Price eine neue Karriere bei der Mafia. Ich kann ab heute all Ihre rechtmäßigen Geschäfte leiten? Ja, es sind rechtmäßige Geschäfte. Wir brauchen eine verbrechensfreie Stadt! Sie ist ein Baby. Was würdest du mit einem Baby machen? Hä? Mit dem Spielen. Na gut, du spielst mit dem Baby, aber du liebst das Baby, du küsst das Baby, du häkschelst das Baby, du fütterst das Gerald, Baby. Gerald, hier, nimm die Kanone. Nein. Doch. Manchmal muss man allerdings auch mal dem Baby einen Klaps geben. Er weiß nicht mehr, was er tut. Wo ist sie? Was ist zwischen dir und dem Kerl? Er ist ein Killer. Ja, du hast recht. Er wird dich umbringen. Gegen ihn hast du überhaupt keine Chance. Ich glaube schon. Nein, Tony ist dir eiskalt überlegen. Nein. Doch, doch. Nein. Palais Royal. Ein Ort, der allen zum Schicksal wird. In den Hauptrollen Kim Coates als Tony, Kim Cattrall als Odessa, Dean Stockwell als D'Italico und Matt Craven als Gerald.